Der Fremdgehskandal nimmt einfach kein Ende. Anfang des Jahres war Jamila Rowe gemeinsam mit ihrer Begleitung Yvonne Wölke nach Australien gereist, um am Dschungelcamp teilzunehmen. Dort traf Yvonne im Hotel auf Lukas Cordalis Begleiter Peter. Daraufhin unterstellte dessen Frau Iris den beiden eine Affäre und das Drama nahm seinen Lauf. Seitdem liefern sich die drei eine öffentliche Schlammschlacht. Dazu hat Jamila eine klare Meinung. Kennt ihr diese Wackeldackel? Das bin ich. Ich schüttle nur noch mit dem Kopf und denke. Das kann alles nicht sein, erzählt Jamila gegenüber Bild. Ich muss sagen, meine Tochter ist 13, die benimmt sich so nicht, berichtet die 55-Jährige. Eine Sache macht der Berlinerin bei der ganzen Geschichte besonders zu schaffen. Ich finde es nicht schön, dass immer mehr Leute von außen dazu kommen. Aber jeder will jetzt noch so ein bisschen von dem medialen Kuchen abhaben. Dabei bezieht sich die Dschungelkönigin wohl auf Iris, die angeblich die Promi-Detektivin Nina Christine auf Yvonne angesetzt haben soll. Aysche Pervers erzählte gegenüber Bild, sie sei kontaktiert und ausgefragt worden. Diese Person, die mich angerufen hat, habe den Auftrag von Iris Klein, irgendwas zu finden, damit sich Iris rächen könne. Ich wurde gefragt, ob ich denn wisse, ob Yvonne zum Beispiel etwas im Erotikbereich gemacht hätte, plauderte das Erotiksternchen aus. Thank you.
Thank you.